Willkommen im Autohaus Langer. Bei uns erwartet Sie die größte Autoschau im Rhein-Sieg-Kreis. Auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen über 200 Fahrzeuge der Marken Opel und Honda. Unser freundliches und kompetentes Personal berät Sie personen- und bedarfsorientiert. In unserer Meisterwerkstatt kümmern sich unsere Mechaniker gerne um Ihr Auto. Machen Sie doch auch mal einen Zwischenstopp bei uns. Autohaus Langer an der Burg Sülz 38 in Lohma. Sicherheitstraining am Rottersee. Am 16. Juni fand am Rottersee ein Training für Personenspürhunde und ihre Besitzer statt. Der Einsatz von Personenspürhunden wird für Polizei und Rettungsorganisationen immer wichtiger. Daher sind solche Trainingseinheiten ein bedeutsamer Bestandteil der Hilfsarbeit. Eine Aufgabe für die Hunde war unter anderem, einen Taucher im Rottersee aufzuspüren. Hierfür wurde eine Spur gelegt, der die Spürnasen folgen sollten. Trainingsleiter Jörg Weiß arbeitet bereits seit 11 Jahren mit Personenspürhunden. Seit 10 Jahren hat er sich auf den Bereich Mantrailing spezialisiert. Ich finde das einfach genial. Also für mich persönlich ist das die beste Beschäftigung des Hundes. Das ist eine vielfältige Beschäftigung. Mantrailing bietet so viele Facetten. Ich kann in einer Großstadt arbeiten, ich kann in einem Dörfchen arbeiten, ich kann am Wasser arbeiten. In den unterschiedlichsten Gebieten, und alle bringen unterschiedliche Bedingungen für den Geruch und für die Geruchsausbreitung mit. Und das macht es so interessant. Jedes Training ist anders. Das ist schön. Beim Training waren viele verschiedene Hunderassen vertreten, vom Schäferhund bis zum Dalmatiner. Weiß erklärt, welche Hunderassen geeignet sind und wer sein spezieller Favorit ist. Ja, für das Mantrailing sollte ich schon einen einigermaßen geeigneten Hund haben. Grundsätzlich können alle Hunde in gewisser Art und Weise Mantrailing machen, aber auf hohem Level für den Einsatz brauche ich einen geeigneten Hund. Viele Jagdhunderassen sind geeignet. Wir haben Schäferhunde hier, die sehr gut geeignet sind. Die beste Wahl der ganzen Geschichte ist für mich der Bloodhound. Die Ausbildung zum Mantrailer dauert ca. 2 Jahre. Der Hund und sein Trainer brauchen Zeit, um Erfahrung zu sammeln, damit sie als Team funktionieren. Wenn die beiden soweit sind, werden sie eingesetzt. Um Mantrailing betreiben zu können, muss ich keiner Organisation angehören, aber grundsätzlich kommen in Deutschland Mantrailer zum Einsatz, die einer Rettungsorganisation angehören. Rotkreuz, Samariter, Johanniter, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Also alle haben mittlerweile Mantrailer in der Ausbildung und wollen die natürlich später in Einsatz bringen. Wenn ich persönlich in den Einsatz möchte, werde ich wahrscheinlich einer solchen Organisation angehören müssen. Die Ausbildung zum Mantrailer ist nicht nur für den Hund eine tolle Beschäftigung, sondern auch für seinen Besitzer. In der Freizeit wie auch im Beruf.